Ja, hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem Video. Heute mache ich das Video von den Grundlagen für Star Citizen Anfänger und Einsteiger. Heute fangen wir an, wie man in das Spiel einsteigt und wie man im Spiel sich orientieren kann, damit man die ersten Flugstunden starten kann. Bis dahin zeige ich euch, wie das funktioniert. Zum Ersten, wir starten einmal den Launcher. Und hier beim Launcher, nachdem ihr den runtergeladen habt und installiert habt, loggt ihr euch ein mit euren Nicknamen. Und wenn ihr drin seid im Launcher, seht ihr folgendes Bild. Hier habt ihr jetzt den Live-Status, also sprich das Spiel oder die Version, die was gerade live ist. Hier habt ihr unten diesen Launch Game Button. Wenn es ein Update gibt, steht drin statt Launch Game Update Game. Und hier rechts könnt ihr ein paar Informationen anschauen, durchscrollen, was direkt zu der Homepage führt. Im mittleren Bereich habt ihr die Patch Notes vom letzten Update und natürlich auch die Settings. Bei den Settings habe ich persönlich nie etwas geändert. Ich habe das immer lassen. Ich habe nur geschaut, dass diese Current Download immer auf maximal ist und Download Speed Limit unlimitiert ist. Solltet ihr mal Probleme haben, dass das Spiel nicht startet oder dass das Spiel abstürzt oder wie auch immer, könnt ihr auf Analyze Game Files, auf Verify klicken und dann wird der ganze Ordner, die ganze Spieldatei durchgecheckt auf Fehler etc. Links, ja, das erklärt sich mehr oder weniger eh von selber. Hier kommt man auf die Homepage von Star Citizen. Hier kommt man in den auf Spektrum, was ich schon im ersten Video erwähnt habe, dass das Forum quasi ist vom Star Citizen. Das ist nur Forum Plus, also Forum und ein bisschen mehr. Welcome Hope und Fuck, Help und Logout. Wenn ihr einmal eine Einladung für die PTU bekommt, dann klickt ihr auf Live drauf, dann habt ihr unten den Reiter PTU. Wenn ihr darauf draufklickt, wie ihr gerade seht, gibt es hier ein Update für PTU. So schaut es dann aus, falls ihr im Live auch ein Update bekommen solltet. Wir starten jetzt mal das Spiel. Wir gehen mal ins Spiel rein. Und dann erkläre ich euch weiter, was im Spiel alles so gibt. Es kann ein bisschen dauern, aber normal sollte das ziemlich flott gehen. Jetzt sind wir drin. So, und jetzt sind wir im Hauptmenü von Star Citizen. Im Hauptmenü findet ihr jetzt folgende Punkte. Ihr habt hier Persistent Universe. Hier kommt es dann in das Universum von Star Citizen. Hier gibt es dann Star Marine und Arena Commander. Zum zweiten Punkt Star Marine. Star Marine ist genau das gleiche wie Arena Commander, ein Spiel im Spiel. Das sind kleinere Spiele, was im Spiel Star Citizen integriert worden ist. Wie es läuft, das kommt darauf an, wie die Server gerade beieinander sind, ob sie in gutem Zustand sind oder nicht. Problem bei Stars, oder Problem ist, das Thema bei Star Marine und Arena Commander ist, es sind Module entwickelt worden, um ein Szenario zu testen, wie das läuft, wenn mehrere Gegner gegeneinander kämpfen. Das ist PvP, ist auch hier PvP und Arena Commander ist auch PvE. Das Thema bei den zwei Punkten ist, das wurde nur entwickelt, um zu testen, wie sich die Mechanik in Action sich verhält.
und wie sich das Ganze in Aktion auch entwickelt. Der Punkt ist, hier sind quasi nur so Testspiele, wenn man das so will, um dass die Entwickler Daten sammeln können, um diese zu verbessern, um später dann mit Erfahrungen in Aktion quasi das ins Spiel auf Star Citizen zu integrieren, damit man hier das beste Erlebnis nach später bekommt, wenn es soweit ist. Und dafür sind diese zwei Punkte dann. Man kann zwar spielen damit, aber um das geht es heute nicht. Das kann man beim nächsten Mal in mein eigenes Video machen. Das dauert sonst alles viel zu lange. Hier unten hat man dann, links unten hat man dann Quiet Game und Options. In den Options drinnen kann man die Game Settings ändern, wie es einem passt, oder gewisse störende Punkte, was mit eingebaut worden sind, eventuell abschalten oder abschwächen. Dann gibt es die Grafikeinstellungen, wo man seine Grafikkartenauflösung einstellen kann, welche Quality, wie hoch die Grafik-Settings sein sollen, in welchem Windows-Modus und. Also da kann man schon einiges einstellen. Hier hat man dann noch einen Reiter Audio für die Soundeinstellungen, die Control-Einstellungen für Sensitivity für die Maus und so weiter und so fort. Die Keybindings werden eins der wichtigsten Punkte sein für Neueinsteiger, die jetzt nicht wissen, wie, wo, wann, welche Taste was bewirkt. Und da muss man jetzt aufpassen. Bei den Tastenbelegungen gibt es hier rechts unten unter Flight ein Unterreitermenü, was einmal Flight ist, was spricht, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, wenn man fliegt, wie welche Taste fürs Flugzeug welchen Command auslöst. Ja, zum Beispiel A ist Strafe Left, also nach links gleiten, D ist Strafe Right, also nach rechts gleiten, W ist Strafe Forward, vorwärts, und S ist rückwärts. Oder die Leertaste unten ist Strafe Up, das heißt nach oben gleiten, oder die Control, also die Steuerungstaste links unten, Strafe Down, und gleitet man nach unten. Wenn man aber nicht das Flugzeug möchte, sondern wenn man zu Fuß unterwegs ist und eine Taste sucht, klickt man hier drauf, geht auf On Foot, und unter On Foot sieht man plötzlich, dass weniger Tasten belegt sind. Das sind die Tastenbelegungen rein nur für den Charakter, wenn man zu Fuß im Weltall unterwegs ist oder auf einem Planeten. Sind hier die Tastenbelegungen abgebildet. Es gibt zu diesem Thema noch die Möglichkeit, wenn man wieder auf Flight geht, hat man hier jetzt ganz rechts unten Keyboard and Mouse. Diese Tastenbelegungen sind, was Keyboard- und Mausbelegungen betrifft, eingestellt und angezeigt. Klickt man jetzt zum Beispiel, wenn man mit dem Joypad fliegen möchte, hat man hier jetzt Gamepad. Und dann sieht man, dass Flight, das Flugzeug, die Tastenbelegungen vom Gamepad angezeigt worden ist. Wenn man noch weiter geht, kommt man zum Joystick und Hotas. Mit dem Joystick ist wieder so anders angelegt. Und wenn man dasselbe, aber das Ganze auch mit dem Charakter haben möchte, klickt man auf Charakter, also sprich auf Flight, On Foot und dann rechts auf Gamepad zum Beispiel. Und beim Gamepad sieht man jetzt die Tastenbelegungen für ein Gamepad, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Oder wenn man es möchte, mit Joystick und Hotas, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Werden die wenigsten vielleicht machen, aber wenn man es braucht, findet man es hier. Wenn man wieder zurückgeht auf Keyboard and Mouse und auf Flight Control, kann man hier unter links unten unter Advanced Control Customization die Tastaturbelegungen ändern. Wenn man hier im Flight Cockpit, also wenn man im Flugzeug ist, wenn man im Flugzeug sitzt und eine Tastenbelegung ändern möchte, klickt man auf das Plus und dann öffnet sich hier der Untermenü von Flight Cockpit. Sprich, hier kann man
jeden Punkt, was man braucht, eine Taste zuweisen. Ja, das geht zum Beispiel, wir nehmen jetzt Flight und System Ready ist Original R. Wenn man diese nicht möchte, klickt man einmal links drauf und unten sieht man Press to Unbind, also rechte Maustaste zu Unbind. Ich klicke mal drauf mit rechter Maustaste und R ist weg. Jetzt ist die Taste oder dieser Befehl für diesen Bereich, für diesen Modus weg. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich möchte hier die Taste, keine Ahnung, N zum Beispiel wie Nordpol, muss man Doppelklick machen, dann fängt das an hier zum Weglaufen und dann drückt man N. Und jetzt wird man gewarnt, dass diese Taste für diese drei Punkte schon belegt worden sind. Wenn man dies aber dennoch möchte, drückt man auf Yes und wenn man es nicht möchte, auf No. Wir drücken jetzt mal auf No und geben wieder diese Originaltaste-Belegung wieder rein, nämlich auf R. Auch hier steht, dass diese Taste für Flight Target Cycling, Cycle Selection, Reset to Auto oder On Foot All, Holster Weapon oder Flight Target Cycling, Cycle Selection Forward gedacht ist. Wir nehmen das aber, weil es gibt hier kein Problem, dass sich die Tastenbelegung überschneiden. Weil wenn wir Flight System Ready drücken, was ihr hier seht, wir drücken R-Taste, dass Flight System Ready aktiviert wird, schaltet sich das Flugzeug erst an. Und somit kann es nicht passieren, dass wir währenddessen das Flight Target Cycling Cycle Selection Reset to Auto stellen können, weil das Flugzeug ist ja noch offline, also abgeschaltet. Wir machen da jetzt Yes und somit ist hier die Taste R drin. Ihr könnt das mit Flight Cockpit machen oder Flight View, wenn ihr euch umschauen wollt, wie wollt ihr das machen, dass ihr nach links schaut, nach oben, nach unten und. Könnt ihr belegen. Das ist für die Tastatur- und Mausbelegung jetzt gedacht. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich will den Joypad oder den Hotas die Tastatur ändern, also die Tastenbelegung ändern, dann müsst ihr wieder rechts unten auf euren jeweiligen Controller setzen. Zum Beispiel jetzt Gamepad. Wir klicken einmal, dann haben wir hier den Gamepad. Und für den Gamepad, wenn man jetzt möchte, keine Ahnung, On Foot zum Beispiel, klickt man da drauf und dann kann man hier, wie wir ja schon sehen, die Tastenbelegung für den Gamepad für den Bereich On Foot All ändern. Ja? Jump ist die Taste A, Crouch ist Taste B, Prone Taste B und Move Left Right ist die Left Thumb Stick, also diese linke Schwammel. Und die kann man auch genauso ändern wie beim Maus und Tastatur. Wenn man jetzt aber den Flug mit dem Joystick zum Beispiel eine Taste ändern möchte, geht man auf den Joystick Hotas Bereich. Und wenn man dann geht auf Flight Movement zum Beispiel, klickt man da drauf und hier hat man jetzt schon die Tastenbelegung für sein Hotas oder Joystick. Das kann man hier genauso ändern wie mit Maustastatur. Das ist genau das gleiche Prinzip. Wenn ihr aber sagt, ich möchte die Tastaturbelegung oder die ganzen Tastenbelegungen für den Anfang mal so lassen, weil ich mich erst umschauen möchte, wie das überhaupt für meinen Spielstil so passt, ist das kein Problem. Ihr könnt es auch während dem Spiel ändern. Das zeige ich euch dann. Wir gehen da jetzt mal zurück. Wir sind wieder im Hauptmenü und jetzt gehen wir auf Persistent Universe, damit wir in das Universum von Star Citizen reinkommen. Wir klicken da drauf und jetzt kommen wir ins zweite Fenster. Und hier im zweiten Fenster werdet ihr am Anfang nicht gleich das sehen, sondern ihr werdet das sehen. Also ihr kommt direkt zum Charakter erstellen. Beim Charakter erstellen könnt ihr es aussuchen, ob ihr männlich spielen wollt, ist der rechtes Modell. Oder weiblich spielen wollt, ist das linke Modell. Ich habe es bei mir immer auf weiblich gestellt. Keine Ahnung warum. Ich spiele immer weibliche.
Und somit ist euch das selbst überlassen, wie ihr starten möchtet. Beim männlichen Charakter gibt es mehr Equipments wie Jacken, Hosen, T-Shirts oder so als wie bei den weiblichen, aber bei den weiblichen kommt es immer mehr und mehr schon neue Sachen dazu. Und wenn ihr den Charakter erstellt habt, egal wie der jetzt ausschaut, ihr könnt alles Mögliche umstellen bezüglich Gesichter, wie auch immer, da könnt ihr euch rumspielen, wie ihr das so haben wollt, wie ihr das Ganze aussehen haben wollt vom männlichen oder weiblichen Charakter. Wir lassen das jetzt so, weil das kostet noch zu viel Zeit und sprengt auch die Minuten und den ganzen, das ganze Video. Ich akzeptiere jetzt so, wie mein Charakter jetzt ausschaut. Ich werde ihn später wieder zurückändern. Und wenn ihr das erledigt habt, kommt es genau zu diesem Bildschirm hier. Und hier könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob wir in die Hangar wollen oder ins Staunton System. Staunton System ist das persistente Universum von Star Citizen. Der Hangar ist das, was ich im ersten Video schon erwähnt habe, dass wir das später machen. Da könnt ihr, wenn ihr hier reingeht, könnt ihr auf Hangars gehen, Selection Location machen und hier könnt ihr euer Hangar, was ihr habt, aussuchen. Wenn ihr einmal den größten Hangar habt, das ist der Revel and York, wenn ihr den Hangar einmal habt, bekommt ihr automatisch alle anderen dazu. Das ist von Star Citizen oder von Robert Space Industries genauso gewollt. Ihr bekommt, wenn euch zum Beispiel Selfland fehlt und ihr habt Aeroview und Industrial und Revel and York Hangar und euch fehlt, also ne, wenn ihr eure Aeroview und Industrial Hangar habt, dann bekommt ihr Selfland dazu, weil ihr schon die zwei höheren habt. Wenn ihr jetzt dann nur ein Aeroview habt und ihr kauft euch später ein Paket, wo Revel and York dabei ist, bekommt ihr alle anderen auch dazu. Und wenn ihr dann draufklickt, könnt ihr in eurem Hangar eure Schiffe spawnen, ihr könnt Hangar-Dekorationen schon im Hangar aufstellen oder anordnen. Das könnt ihr alles machen. Zudem aber wieder ein eigenes Video. Ich wollte euch nur das kurz erklären, wie das ausschaut mit den Hangars. Oder ihr könnt euch gerne auch selber drin mal umschauen. Ihr könnt im Hangar, in den Hangaren eigentlich nichts kaputt machen. Gar nichts. Könnt ihr euch umschauen, Spaß haben. Wir gehen jetzt ins Staunton-System. Wir joinen da mal den Server. Und da erkläre ich euch, wie ihr das Ganze anhabt und einmal leicht und locker den ersten Flug machen könnt, auf was ihr achten müsst. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne bitte ein Like da und besucht meine Orga, besucht uns auf www.starcitizen.at. Unsere Community ist eine komplett lustige und lockere Gemeinschaft. Schaut gerne mal vorbei, sagt mal Hallo und wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr auch gerne reinkommen. Auch auf der Homepage ist der Discord-Link drin, da könnt ihr auch gerne in Discord kommen. Und wenn ihr Hilfe braucht, einfach sagen, hey Leute, der Jägerkiller hat gesagt im Video, er kann mir helfen oder er würde mir helfen, bin gerne für euch da und auch andere Leute von unserem Clan werden euch gerne weiterhelfen. Kommt rein und schaut vorbei. Keine Angst, wir beißen nicht. Ja, und wenn wir jetzt so wie hier auf der Station munter werden, ihr könnt nicht aufstehen, wenn ihr auf die Maus jetzt drückt oder so. Kein Problem, keine Angst. Ihr drückt die F-Taste, haltet die F-Taste gedrückt. Dann kommt jetzt dieses Fadenkreuz. Seht ihr den? Und wenn ihr nach links geht, wird alles orange. Das seht ihr hier, wenn ihr hier den Auge behaltet. Und ich gehe rüber, wird das orange. Und wenn ihr nach links schaut, seht ihr hier oben, geht ab.
drückt drauf auf Geht ab und dann stehen wir auf. Somit kann man endlich mal rumlaufen. Jetzt kommen wir zu dem ersten wichtigen Punkt. Wenn ihr F1-Taste drückt, kommt ihr zum Mobi-Glas. Das ist das, wo ihr euren Charakter anziehen könnt oder Kleidung ändern könnt, Schiffe aufwerten könnt mit anderen Waffen, wenn ihr welche gekauft habt, wenn ihr welche habt. Ich rede von Ingame-Geld und nicht von echten Geld. Waffen Ingame kann man mit Ingame-Geld kaufen, also da braucht ihr keine Angst haben. Was? Ich muss hier jetzt noch Waffen mit echtem Geld kaufen? Nein, müsst ihr natürlich nicht. Es gibt eigene Shops Ingame, wo ihr in den Shops für Schiffe Utensilien kaufen könnt, wie Weapons, wie Radar, Schilde meine ich natürlich, Energiegeräte kaufen könnt und. Ja? Jetzt gehen wir mal auf den Mobi-Glas mit F1. So, hier seht ihr den Startbildschirm vom Mobi-Glas. Und unten ist der ganze Reiter, was für euch im Spiel wichtig ist. Davon Comlink. Wenn man auf den Comlink klickt, kommt man zu dem Chat für die Leute, was auf dem Server sind. Also alle Leute, was ihr hier seht, sind auf dem Server und schreiben untereinander irgendwelche Sachen. Wenn man in die links oben auf den mittleren Reiter geht, kommt man auf Friends. Klickt man drauf, hat man da drin seine Freunde. Wozu Laurel Landing Service nicht mein Freund ist, sondern es ist die Station da, wo ich mich gerade befinde. Die braucht man, wenn man Landeerlaubnis anfragt oder Starterlaubnis, wenn man so will, auch. Und wenn man eins weiter geht auf Pending wird selten verwendet. Ihr könnt es gerne öfters reinschauen, aber wird selten verwendet. Wichtig ist eher Friends oder Channels. Channels, wenn wir in Global Chat sind, so wie ich jetzt, sieht man das, indem dass das hier angehakt ist mit diesem weißen Ding. Und wenn man noch in einer eigenen Lobby mit Freunden ist, ist da unten noch ein zweites Fenster drin, wo der Channel-Name mit dem Freund halt ist. Links sieht man die ganzen Leute, was auf dem Server ist. Sieht man das alles, wenn man runterscrollt. Wenn man da wenn man rechts oben auf Manage klickt, kann man hier sein Mobi-Glas quasi nach eigenem Wunsch einstellen. Wenn man auf Rot geht, ist dann hier alles rot. Wenn man auf Weiß geht, ist Weiß. Wenn man auf Türkis geht, ist Türkis und so weiter und so fort. Ja? Das ändert sich aber oft von selber. Das funktioniert noch nicht hundertprozentig, aber das ist eigene Bedürfnis, wie man es halt möchte. Wenn man wieder nach unten geht, hat man jetzt diese Reiter Vehicle Loadout Manager. Wenn man da draufklickt, kommt hier dieses Fenster. Da muss man rechts oben auf Select Ship gehen und diese Schiffe aussuchen, was man möchte, um es zu ändern. Aber dazu später mehr, weil das geht so sehr ins Detail und am Anfang wird man das nicht benötigen. Noch nicht. Das kommt, sobald man sich eigene Waffen und so kauft. Dann gehen wir weiter auf Equipment Manager. Hier wird es jetzt interessanter. Hier sind wir jetzt beim eigenen Charakter und hier kann man mit Undersuit seine eigene Unterwäsche, sage ich jetzt mal, anziehen. Da auf das, was später dann die Ausrüstung wie der Armor und so weiter kommt. Wichtig ist nur, ihr müsst immer darauf achten, wenn ihr eine Station oder das Flugzeug im Weltall verlässt, immer einen Helm aufhaben, sonst wird es ein kurzer Ausritt. Dann kann man weiter auf Skyline. Die Skyline ist, wenn die mal nicht rumpackt, ja, das ist das Universum. Da kann man dann später Ziele setzen, wo man hinfliegen möchte und so weiter und so fort. Das zeige ich euch dann, wenn wir im Flugzeug sitzen. Dann gibt es noch den Motrader. Der Motrader ist dazu da, dass man Geld an irgendjemand schicken kann. An irgendjemand beliebigen. Dann Contracts Manager.
hier wird es jetzt interessant, weil hier haben wir schon die ersten Missionen, hier haben wir die Missionen, was uns angezeigt wird, was wir fliegen können. Was man machen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Der eine möchte am liebsten Dogfighting haben, den ganzen Tag nur Bounty Hunting machen. Der andere möchte aber lieber Pakete von A nach B liefern. Der nächste möchte eine vermisste Crew finden, wo er zu einem Schiffswrack fliegt. In dem Fall ist es hier, so wie hier zu sehen, rechts zu sehen, ist eine Constellation. Und wieder die nächsten wollen Mining betreiben und. Also was du hier in dem Spiel machen möchtest, bleibt rein nur dir überlassen. Das Spiel schreibt dir nichts vor. Du spielst das, was du am liebsten machst und am besten kannst. Ja? Somit ist das hier reine Geschmackssache, was man selber spielen möchte oder was man besser lässt. Das ist eigene Geschmackssache. Wenn man einen Anzug anhat, so wie hier jetzt so einen zum Beispiel oder auch einen anderen, wenn man einen Anzug anhat, kann man schon mal ohne grobe Gedanken auf der Station spazieren gehen. Man muss nicht immer einen Raumanzug anhaben, man kann auch so wie dieser Kerl hier mit Privatgewand spazieren laufen. Das geht natürlich auch. Dann fahren wir mal zur Station, zum Hauptdeck von dieser Station. Das Bedienfeld von den ganzen Türen und Aufzüge bedient ihr genauso, indem ihr F drückt, F-Taste gedrückt hält. Dann kommt wieder dieses Fadenkreuz. Dann mit dem Mausrad runterscrollen. Dann drückt ihr auf Ground Floor. Drückt ihr drauf oder in einem anderen Bereich, wo ihr hin wollt. Und wir haben sogar einen Besucher hier. Ja, schön. Und dann fahren wir dorthin. Die Aufzüge können immer ein bisschen buggy sein ab und zu, aber nichtsdestotrotz ist die Aufzüge so gemacht, damit sie wirklich den Weg zu dir fahren, wo du bist. Das ist nicht so wie in anderen Spielen, du klickst drauf und die Türe geht sofort auf. Nein, wenn der Aufzug nicht hier ist, dann musst du auf den Aufzug warten. Das ist genauso wie im echten Leben. Ja? Und das ist schön eigentlich. Das ist sehr gut gemacht. Ah, ich sehe gerade, wir sind hier auf Lorville, wo wir jetzt mit U-Bahn fahren müssen. Ah, das habe ich nicht bedacht. Das wäre besser gewesen auf Port Olisa. Aber gut. Wir sind ja gleich da. So lange dauert das ja nicht. Laufen wir schnell zur U-Bahn-Station. Ich möchte euch nur noch zeigen, wie man ein Flugzeug ruft. Das geht sich noch aus. Ja. Wie man ein Flugzeug ruft, wo man es findet wieder und wie man eventuell dann startet. Ja, ich drücke jetzt mal Pause bis dorthin, weil das dauert zu lange. Bin gleich wieder da. So, wir sind wieder da. Wir sind gerade ausgestiegen aus der U-Bahn. Wir sind jetzt auf dieser Spaceport, da wollen wir ja hin. Und jetzt will ich euch zeigen, wie wir ein Schiff spawnt und das Schiff natürlich auch findet. Weil oft ist auch das große Problem da. Ja, ich habe mein Schiff gespawnt, aber ich weiß nicht, wo das Schiff steht. Ja, das haben sie mittlerweile jetzt verbessert, im Gegensatz zu früher. Jetzt sieht man das besser. Hier gibt es diese Vehicle Retrieval Konsolen. Ja. Hier wieder F-Taste gedrückt halten, linke Maustaste usen. Und dann sieht man hier schon die Flugzeuge. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man mit dem Starterpaket mit der Avenger Titan angefangen hat. Von dem gehe ich jetzt mal aus. Und ich nehme auch die Avenger Titan. Da drückst du hier links, rechts. Rechts drückst du auf Retrieve. Und dann, so muss man ein bisschen warten, wie hier steht.
bis uns das Flug, bis uns ein Hangar mit dem Flugzeug zugeteilt wird. So, und hier steht, your ship will be waiting at Hangar 09. Das heißt, wir müssen jetzt zum Hangar 09. Da gehen wir jetzt auch hin. Wo sind die? Wir sind immer bei den Aufzügen. Hier oben kann man sich immer orientieren, wo man sich befindet oder wo es weitergeht. Das ist auf jeder Station, hat man irgendwo einen Anhaltspunkt, wo man hingehen muss oder wo man sich gerade befindet oder so ähnlich. Also man hat immer Anhaltspunkte. Es ist immer alles beschriftet. Ja? So wie auch hier. Hier sieht man, wo man dann hinkommt, wenn man da weitergeht. Es gibt immer solche Anhaltspunkte. Man ist quasi nie irgendwo großartig verlassen. Keine Angst. Also wieder F gedrückt halten, mit Call Elevator draufklicken. Und hier sieht man jetzt, wo unser Schiff steht, bei dem Markierungspunkt. Hangar 09, falls man es vergessen hat. Mir passiert das oft. Hangar 09. Dann fahrt man da runter. Gehen raus. Und dann sieht man schon sein Flugzeug. Jetzt steht man vom Flugzeug und denkt man sich nur, ja, und wie komme ich jetzt rein? Ja, bei der Avenger Titan gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt Schiffe, größere Schiffe haben mehrere Möglichkeiten, wo man rein kann. Kleinere Schiffe hat meistens nur einen oder maximal zwei Eingangsbereiche. Der Avenger Titan zum Beispiel hat zwei. Ein Fighter, ja, wie eine Sabre oder Hornet oder so, ein reiner Fighter hat nur einen Zugang. Ja. Das sind meistens vorne, so wie hier, über eine Leiter. F-Taste gedrückt halten und dann kann man mit dem Cursor über die Punkte gehen, was man möchte. Enter Ship, Open Pilot Canopy oder Open Ladder. Wenn man auf Enter Ship drückt, steigt man hier in Schiff ein und sitzt dann im Sitz, im Cockpit. Hier kannst du aber bei diesem Schiff auch von hinten einsteigen, über die Landeklappe. Open Door, F-Taste gedrückt halten, draufklicken und hinten geht die Ladefläche auf. Wenn man dann reingeht und man möchte zumachen, dreht man sie um, F-Taste gedrückt halten, Close Door, draufklicken und Deckel zu. Und dann geht man durch das ganze Schiff, durch den Bereich. Die Türen kann man auch aufmachen, indem dass man F-Taste drückt und linke Maustaste, dann öffnet sie die Türe. Dasselbe ist mit dem Sitz. F-Taste gedrückt halten, Enter Pilot Seat steht hier oben und man sieht das immer, wenn das orange wird, dann weiß man, dass man markiert hat und damit man auch das hier macht, was man machen möchte. Man klickt linke Maustaste, kommt der Sitz zu mir. Brauche ich im echten Auto auch, das ist praktisch. So, und jetzt sitzt man im Cockpit. Jetzt sitzt man vom Cockpit und nichts tut sich, weil nicht eingeschaltet ist. Wieder F-Taste gedrückt halten, mit der Maus runterziehen, wo man hin möchte. Und dann ist alles beschriftet. Election, Open Canopy, Open Pilot Canopy, Open Ladder. Oder man geht rüber, sucht den nächsten Punkt. Dann steht hier Open Exterior oder Press to Unlock. Wir möchten aber das Schiff starten. Das ist meist hier in der Mitte, kommt auf Schiff drauf an. Es ist Schiff zu Schiff immer unterschiedlich. Wenn man auf Flight Ready klickt, drückt man hier drauf und das Schiff springt, startet. Da haben wir den ersten Schritt schon gemacht. Wenn man aber sagt, okay, ich möchte doch nicht, gehen wir auf Power Off. Schiff schaltet sich ab. Ich möchte aussteigen. Kannst du F-Taste gedrückt halten. Entweder Exit Ship, dann geht man von hier vorne raus. Oder man schaut ganz nach rechts rüber, Exit Seat. Und man kann hier wieder aussteigen und
Ich kann andere Bedürfnisse nachgehen. Zum Beispiel. Hier setzen Sie natürlich wieder rein. Und starten nochmal das Schiff. Flight ready. Okay, hat es jetzt nicht genommen. Nochmal. Power on. Ja. Jetzt ist das Schiff wieder gestartet. Und jetzt möchten wir starten. Wenn du F4-Taste drückst, kommst du raus. Mit Y gedrückt halten, die Y-Taste gedrückt halten, kann man mit der Maus sich dann frei bewegen, wie man es möchte. Wenn man zum Beispiel im Flugzeug sitzt und man sieht sehr schlecht, kann man so rausgehen und den Blickwinkel ändern, damit man besseren Überblick hat, wo kann man anecken, wo kann man ranfliegen oder ist hier noch Platz oder wie auch immer. Ja? Oder auch Screenshots machen, kann man beliebig nutzen. Drückst du nochmal auf F4-Taste, sind wir wieder im Flugzeug drinnen. Ich möchte aber jetzt starten. Wie kann ich starten, ohne dass ich jetzt irgendwo gegen die Tore krach? Weil man muss ja die Tore ja erst öffnen lassen. Drückt man F1-Taste wieder ins Mobiglas. Gehen wir auf Comlink, ganz links unten. Und dann sind wir wieder hier im Global Chat Fenster, wo wir ja am Anfang schon waren. Gehen auf links oben auf Friends, Lorry Landing Services. Klickt man hier auf dieses Sprechsymbol, wenn man das als Sprechsymbol definieren darf, klickt man hier drauf. Es öffnet sich hier Opening Comms Channel. You are clear to launch. Jetzt haben wir ein Kommando gekriegt, you are clear to launch. Man schließt Mobiglas. Kann mit F4 nach rausgehen, Y gedrückt halten und man zieht jetzt so lange, bis man ein bisschen ein Blickfeld hat. Und oben sieht man jetzt, dass die Türen offen sind. Und jetzt sind wir ready zum Starten. Jetzt könnten wir sagen, wir starten. Das mache ich jetzt nicht, das lasse ich euch übrig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns vielleicht in weiteren Videos wieder. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und wie schon erwähnt, schaut mal auf unsere Clan-Seite www.stasitizen.at. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne ins Discord kommen. Den Discord-Link findet ihr auf dieser Homepage www.stasitizen.at. Und wenn ihr Fragen habt, kommt rein, sagt Hallo und fragt einfach. Ihr werdet sicher jemanden finden bei uns, der was euch helfen will. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute!